Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu The Book of Unwritten Tales Teil 2 mit mir, dem Daniel von Alles Furchtbar Kommentiert. Ja, wir sind schon wieder oder immer noch im Dörfchen. Wir wollten beim letzten Mal dann noch in die Hütte rein. Unsere derzeitigen Aufgaben, ja, die belaufen sich darum, dass wir für den Graf Schreck und seine Angebeteten einen leichten Salat machen müssen. Wir haben dafür auch beim letzten Mal schon mal ein paar Maden gebraten. Und ich glaube, uns fehlt auch noch ein Dressing. Mal schauen, wo wir das noch herbekommen. Ja, und dann müssen wir noch irgendwie ein Buch aus 7 Siegeln befreien. So oder so ähnlich. Wir machen mal weiter. Wir gucken jetzt erstmal rein. Ich wollte beim letzten Mal nochmal mit dem Kollegen hier reden, der hier in dem Laden da rumhängt. Ob ich mir ein Andenken kaufen soll? Nein. Meine Taschen sind eh immer schon so voll. Auch ohne Angst wird er die Waren nicht so bald loswerden. Im Umkreis von Meilen wohnen nur Herr Whale, Graf Schreck und Miss Kiki. Und zumindest letztere schien vom Angebot nicht sehr angetan zu sein. Naja, also die tolle Rüstung hier hat sie schon genommen, glaube ich. Herr Whale sieht nun weniger ängstlich und gestresst aus. Dabei steht ihm eine große Aufgabe bevor. Er muss das Dorf wieder mit Leben füllen. Er hat für mich so ein bisschen was wie dieser Schiffsverkäufer da bei Monkey Island. Wie hieß der denn noch gleich? Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der war auch so ein etwas hyperaktiver Charakter. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Und? Wie geht es Ihnen, so ganz ohne Angst? Fühlt sich gut an. Endlich habe ich Zeit, mich um neue Einwohner fürs Dorf zu kümmern. Hört, hört. Wie ist Ihr Plan? Ich dachte an eine Zeitungsanzeige. Düsterdorf. Verlassenes Dorf in verhexter Region sucht Bürger, welche die Häuser der zuvor verschleppten und ermordeten Dorfbewohner beziehen wollen. Wie klingt das? Weiß nicht. Meine Freunde oben am Lagerfeuer könnten eines der Häuser beziehen. Sie sind sehr nett und Gulliver und Nate sind geschickte Handwerker. Sie würden das Dorf in 0,0 wieder auf Vordermann bringen. Ich denke nicht, dass wir solche hier haben wollen. Uiuiui, geht das wieder los? Aber das ist unfair. Stellen Sie sich vor, Sie sind Familienvater und hätten sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie und Ihre Frau arbeiten hart, Sie haben einen tollen Sohn und dann kommen Sie in ein Dorf, das dringend Bewohner sucht. Ja, aber es sind Zombies. Nein, es geht um Sie und Ihre Familie. Aber im Dorf lebt ein Zombie und der will Sie und Ihre Frau und Ihr Kind nicht, weil Sie anders sind. Er will nicht einmal mit Ihnen reden. Was würden Sie von so jemandem halten, Naja, so kann man das nicht. Also, ich könnte ja mal mit Ihren Freunden reden. Tun Sie das. Hat ja auch wieder so einen gewissen Hintergrund, ne? Verkaufen Sie vielleicht Salat? Nee, das hier ist ein Abenteurerladen. Abenteurer essen keinen Salat. Sie gehen in den Wald und erlegen ein Wildschwein. Dann haben Sie wohl auch keine Hähnchenbrustfilets. Nee. Und Salatdressing? Essig und Öl? Auch nicht. Naja, Öl habe ich. Einige Krieger reiben sich damit gerne die Muskeln ein, damit sie in der Sonne glänzen. Dann hätte ich das gerne. Wenn du mir versprichst, dass du dich nicht vor meinen Augen damit einreibst, gebe ich es dir sogar umsonst. Danke. Also zu dem Wildschwein im Wald, Obelix, gibt es einen Daumen nach oben dafür. Wissen Sie, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt? Ich könnte dir verraten, was willst du mich verarschen in der Sprache des Düsterwalds heißt. Hab ja nur gefragt. Ich denke, ich gehe dann mal weiter. Wie geht es Miss Kiki? Hat sie ihre Klauen schon im Grafen versenkt? Was meinen Sie damit? Ein heißer Feger wie Miss Kiki dürfte ungeduldig werden, wenn sie nicht bald sein Gold erben und hier verschwinden kann. Ich hoffe, der Graf ist vorsichtig. Aber die beiden lieben sich doch. Sie haben sich per Zeitungsanzeige kennengelernt und... Und es ist nicht sehr nett, so etwas von anderen Leuten zu denken, Herr Whale. Tch! Ach, Willibur. So naiv. Hoppla. Nein, das wollte ich gar nicht. So, jetzt haben wir das Öl. Wir haben gebratene Würstchen, gebratene Maden.
Eine Wasserschale, ja. Ich glaube, wir können damit den Salat so halbwegs fertig machen, ja? Was ist denn du bitte? Hallo? Muss mich getäuscht haben. Kam das vom Friedhof? Vielleicht hätten die Dorfbewohner weniger schnell Angst bekommen, wenn es hier nicht so gruselig wäre. Die ganze Gegend ist bekannt für ihre Spukgeschichten. Vielleicht hätten die Dorf... Die ganze... Aber da ist doch jetzt nichts weiter, oder? Moment, bevor wir jetzt in den Wald gehen, gehen wir jetzt zurück. War das nicht irgendwie so, dass ich hier von hier oben besser zum Schloss kam? Genau. Halb verbranntes Holz, Asche und Holzkohlestückchen neben dem Feuer. Bevor wir aufbrechen, sollten wir hier für Ordnung sorgen. Das Feuer brennt immer noch munter. Esther wird es die ganze Nacht nicht erlöschen lassen, da bin ich mir sicher. Ja, die Nacht wird auch ein wenig dauern. Halbverbranntes Holz. Ich lasse sie sich etwas ausruhen. Für sie war es wahrscheinlich der anstrengendste Tag. Okay. Heißt, dann gehen wir wohl mal Salat machen. Igor auf heißer Mission. Jetzt schon wieder? Was denn hier? Hallo? Wer ist da? Alistair? Hallo? Ich habe keine Angst. Meister Alistair? Geht es Ihnen gut, Erzmagier? Hat Ivo Sie zurückverwandelt? Und warum kommen Sie nicht her? Sie könnten doch ein Portal öffnen. Ein Geist über irgendeiner Zeichnung. Ich verstehe nicht, Erzmagier. Was bedeutet das? Erzmagier? Meister Alistair? Er ist weg. Das ist doch mehr als merkwürdig. Warum versucht Meister Alistair durch den Spiegel Kontakt zu mir aufzunehmen? Und es wirkte, als hätte er nicht die Kraft gehabt zu bleiben. Natürlich. Er ist noch verwandelt und kann deswegen seine Magie nicht richtig nutzen. Ein Geist über einem Symbol. Vielleicht soll ich ihn beschwören? Wie beschwören wir den Geist? Der Erzmagier beherrscht alle möglichen Tricks. Vielleicht kann er seinen Geist von seinem Körper trennen. Und jetzt soll ich seinen Geist rufen, weil er momentan zu schwach ist, um auf andere Art und Weise zu erscheinen. Geisterbeschwörung. Das sollte doch nicht so schwierig sein. Dann mach doch mal, Wilbur, ohne unsere Hilfe. Ich muss den Geist des Erzmagiers beschwören, anlocken, ihm einen Weg hierher zeigen. Ich sollte es sofort versuchen. Der Erzmagier ist sehr schlau und sehr mächtig. Vielleicht kann er mir bei meinen anderen Problemen helfen. Haben wir irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Wir machen jetzt erstmal den Salat. Weil ich weiß hier nicht, wie ich den Alistair beschwören soll. Also gut. Moment mal, vielleicht weiß er ja was, der Schreck. Mal gucken. Herr Graf? Ja, Igor? Sind Sie sicher, dass Ihre Verlobte es gut mit Ihnen meint? Das werden wir heute Nacht erfahren, nicht wahr? Ich möchte keine Gerüchte verbreiten, aber Herr Whale aus dem Dorf, er meint, Miss Kiki könnte es eventuell auch auf etwas anderes als Liebe abgesehen haben. Oh, das habe ich auch. Ja, aber ich meine nicht Freundschaft und Fürsorge. Sie wird nicht die erste Miss Schreck sein, Igor. Und vermutlich auch nicht die letzte. Ich weiß, wer sie ist und weiß, mit ihr umzugehen. Also gut. Der arme Graf, er meint sie zu kennen und glaubt, sie liebt ihn. Ich müsste wissen, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich spreche nur die Sprache der Fledermäuse.
Beeindruckend. Sagen Sie mal was auf Fledermäusisch. Ich höre nichts. Du vielleicht nicht, aber die Fledermäuse draußen im Flur kringeln sich gerade vor Lachen. Ah, da gibt es tatsächlich einen Text hier. Ob der weiß, wie man Geister beschwört. Haben Sie eine Ahnung, wie man Geister beschwören kann? Warum sollte ich? Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist ein herumheulendes Schlossgespenst, das meine jungen Gemahlinnen verängstigen könnte. Ich muss weiterarbeiten. Allerdings, für einen Igor bist du ziemlich geschwätzig. So, dann haben wir doch mal hier ein gutes Dressing hier. Öl ist Öl. Fehlt nur noch Essig. Essig? Wo soll ich denn jetzt noch Essig hernehmen? Und wir haben hier noch... Nee, die Würstchen nicht. Wieso mampft er jetzt die Würstchen? Oh, das habe ich gebraucht. Jetzt noch ein paar Stunden Schlaf, das wäre es. Aber erst muss ich das Buch haben. Bestes Fleisch. Und sieht sogar fast aus wie Hähnchenbrust. Bis auf das fehlende Dressing sieht das schon ganz lecker aus. Die Betonung liegt auf sieht aus. Öl ist schon drauf, fehlt nur noch Essig. Wo kriege ich denn jetzt Essig her? Für den Wein scheint Graf Schreck keinen Diener zu benötigen. Er schenkt sich selber nach. Herr Graf? Ja, Igor? Ich habe den Tisch gedeckt. Ist es Ihnen so recht? Ja, sehr schön. Danke, Herr Graf. Ich muss weiterarbeiten. Allerdings, für einen Igor bist du ziemlich geschwätzig. Was haben wir denn jetzt hier noch im Portemonnaie? Also Öl haben wir doch schon drauf. Wo bekomme ich jetzt Essig her? Den Napf, den kriegen wir da sowieso nicht drauf. Achso, wir haben ja noch eine Karte. Ach Gott, wir können noch Schnellreise machen. Wir können ja nochmal gucken, wegen den Fledermäusen hier unten, ob da was tatsächlich noch ist. Nee. Nee. Da ist, glaube ich, auch nichts mehr weiter. Ne? Hat sich da hinten bei der Truhe noch irgendwas ergeben? Dass man da noch irgendwas mitnehmen kann von Wert? Könnte man die Truhe anschauen. Der Graf hat die ersten beiden Siegel mit den Hinweisen aus dem Tagebuch geöffnet. Bleiben noch 5. Das Siegel soll sich öffnen, wenn man das Wort öffnen in der Sprache der Ratten sagt. Offensichtlich konnte Van Buren mehr Fremdsprachen als ich. Laut Tagebuch öffnet dieses Siegel nur ein Hauch des Todes. Ich kenne den Tod von früher. Wir waren sogar mal Geschäftspartner. Aber dann war er lange Zeit nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Das kann einerseits daran liegen, dass die Tod und Gnom Lebendbestattung GmbH nie zu einem Erfolg wurde. Könnte andererseits aber auch damit zu tun haben, dass ich ihn begraben habe und dann vergaß, ihn wieder auszubuddeln. Aber scheinbar lebt er ja noch, ja? Dieses Siegel wird von einem unsichtbaren Schlüssel, der für jeden sichtbar ist, geöffnet. Was soll das sein? Dieses Siegel kann nur jemand öffnen, der ein würdiges Herz hat. Ob ich? Meister Alistair sagt immer, ich hätte das Herz am richtigen Fleck, aber anscheinend ist das nicht gut genug für dieses Siegel. Obwohl. Van Buren war ein böser Hexenmeister. Er hätte das Siegel auch nicht öffnen können, wenn mit würdiges Herz jemand Anständiges gemeint ist. Er könnte genau das Gegenteil gemeint haben. Jemand, der verschlagen, gemein und böse ist. So, also da sich hier nichts mehr tut. Müssen wir mal gucken, was man noch eben... Ach du Heilige, da hat er aber so gut gekritzelt hier. Wilbur, Wilbur. Das ist das Dorf, das ist der Wald, das ist das Lagerfeuer. Jetzt gucken wir nochmal... Hier irgendwie noch was finde. Ach, hier gibt's noch Ob was. Ob Lissy ihre Werwolfsfalle mitgenommen hat? Oder liegt sie noch immer dort unter dem Laub? Wenn die Falle noch da ist, könnte sie mir helfen, Timmy zu fangen. Es wäre eine gute Möglichkeit, Timmy festzusetzen, ohne ihm weh zu tun. Ob Lissy ihre Werwolfsfalle...
Kann ich da das Würstchen reinhängen? Ist doch irgendwie Lieblingswürstchen. Ah, da gibt's... Okay, da... Moment mal, halt. Da war doch noch was anderes, ne? Der Baum. An den Baum hatte Lissy ihren Köder für Timmy angebracht. Einen blutigen Stofffetzen. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass Timmy sich davon nicht anlocken ließ. An den Baum vielleicht... Aber wenn wir da das Würstchen hinbekommen, vielleicht funktioniert das ja. Wenn auch ein wenig Timmy im Werwolf steckt, muss das funktionieren. Timmy liebt Bratwürstchen. Oh nein, er ist glatt drüber gesprungen. Haben wir ihn. Ganz ruhig, Timmy. Au! Ich weiß, dass du da drin bist, Timmy. Ein Werwolf hat bestimmt kein Interesse an Bratwürstchen. Das warst du. Kämpfe dagegen an. Timmy, bist du da drin? Irgendwo unter all den Muskeln und Zähnen steckt eine verängstigte Ratte. Ich weiß es. Okay, jetzt haben wir Timmy gefangen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den wieder zurückbekommen hier. Ja. Mit Öl einreiben. Napf. Mit Stecken pieksen, auch nicht. Aber sein Tuch. Wir hacken ihn einfach nieder. Nee. Okay, das funktioniert noch nicht. Wir haben ihn jetzt zumindest schon mal gefangen. Aber... Das hilft uns noch nicht weiter. Moment, ist jetzt in dem Wald gar nichts mehr anderes außer Timmy? Irgendwo unter all. Ich muss. Vielleicht hätten die Dorfbewohner weniger schnell Angst bekommen, wenn es hier nicht so gruselig wäre. Die ganze Gegend ist bekannt für ihre Spukgeschichten. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht hat der noch einen neuen Dialog oder so. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Jemand wie Sie kennt sich doch bestimmt mit Geisterbeschwörung aus. Was soll das heißen, jemand wie ich? Na ja, ein Experte des Okkulten wie Sie? Oh, nun, tatsächlich weiß ich nicht nur, wie man sich die Biester vom Hals halten kann. Ich habe freilich nie versucht, einen Geist zu beschwören. Warum sollte man? Aber es ist im Prinzip ganz einfach. Du zeichnest mit Kreide einen Kreis auf den Boden und außerhalb des Kreises ein Dreieck. Ins Dreieck stellst du eine Schale Blut. Außerdem musst du Weihrauch entzünden. Nun musst du das Symbol des Geistes, den du beschwören möchtest, auf den Boden zeichnen und dabei eine geheime Beschwörungsformel aufsagen. Wie lautet die? Komm lieber her. Geister haben gute Ohren. Okay, und das ist alles? Das ist alles. Kann es sein, dass er Munkus ist? Ah. Das sind immer die unscheinbaren Charaktere, glaube ich, in letzter Zeit. Ne? Muss das Dreieck mit dem Kreis verbunden sein? Und muss es ein gleichschenkliges Dreieck sein oder irgendeins? Und was für eine Kantenlänge soll es haben? Wo ist Mathemagier? Egal, es geht hier um Geisterbeschwörung, nicht um Geometrie. Und muss es Kreide sein oder geht doch etwas anderes? Und wie dick müssen die Linien werden? Male mit irgendwas einen Kreis und irgendwo außerhalb ein beliebiges Dreieck auf den Boden. Das klingt alles nicht gerade nach präziser Wissenschaft. Verkaufen Sie Kreide? Würde ich, wenn ich noch welche hätte. Aber meine letzte Kreide ist für den Schutzkreis draufgegangen. Ist die Schale mit dem Blut im Dreieck unbedingt nötig? Natürlich ist sie nötig. Das Blut repräsentiert die Welt der Lebenden, in die du den Geist zurückrufst. Erzmagier Alistair ist nicht tot. Kann ich das Blut dann einfach weglassen? Die okkulten Wissenschaften eignen sich nicht für Experimente. Ein Fehler und du stößt das Tor zur Hölle auf. Ich bin ein Gnom. Mit jeder unserer Erfindungen stehen wir kurz davor, das Tor zur Hölle aufzustoßen. Damit machen Sie mir keine Angst. Das Blut kommt in die Schale ins Dreieck. Keine Diskussion.
Wofür braucht man den Weihrauch? Für die Atmosphäre. Am besten führst du die Beschwörung irgendwo durch, wo es dunkel ist und wo es viele Kerzen gibt. Meinen Sie, die Geister interessiert all das? Es ist uraltes, überliefertes Wissen. Genauso wie die Tatsache, dass Geisterbeschwörungen am besten am Wochenende durchgeführt werden, wenn man schon ein paar Gläser getrunken hat. Also schön, Tische Atmosphäre verrücken. Ist wichtig. Das hört sich so an, als wenn wir das oben im Schloss beim Hans Schreck durchführen dürfen. Wie wäre es, wenn ich die Geisterbeschwörung hier durchführe? Hier gibt es genug Kerzen und Sie könnten mir assistieren. Wir haben gerade erst einen Fluch hinter uns. Es war kein Fluch. Es war eure eigene Paranoia. Trotzdem, such dir einen anderen Ort. Ich könnte den Geist oben bei der Truhe beschwören. Da gibt es genug Platz und die Atmosphäre ist passend. Außerdem kann der Erzmagier die restlichen Siegel vielleicht ganz einfach mit einem Wink seines Zauberstabs öffnen. Der in Seefels liegt. Ich soll das Symbol des Geistes auf den Boden malen. Was ist das Symbol von Erzmagier Alistair? Keine Ahnung. Irgendein Symbol, das für ihn steht. Ein Familienwappen oder ein Siegel. Er hat ein Wappen. Seine Brosche ist damit verziert. Aber, ich weiß einfach nicht mehr, wie es aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, Geister zu beschwören. Kommt natürlich auf den Geist an. Wenn du Suhl beschwören willst, brauchst du den Schlüsselmeister und den Torwächter. Für andere Geister brauchst du ein Töpferrad oder musst dreimal ihren Namen rufen. Aber wenn der Geist mit dir Kontakt aufnehmen will, ist es ganz einfach. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut, dann haben wir ja schon mal eine Anleitung bekommen. Das klingt alles irgendwie so wirklich nach das Zeug, was oben im Dings hängt, ne? Vielleicht hätten die Dorf die ganze... Okay, da hat sich auch nichts getan. Dann dürfen wir wohl wieder zum Schloss. Moment, wir haben doch die Karte. Warum reise ich denn nicht einfach mit der Karte hoch? Jetzt habe ich aber immer noch keinen Essig. Und wofür ist diese Kordel da gut? Mit irgendwas machen? Ich denke, ich kümmere mich lieber um meine Aufgaben. Der Herr Graf mag keine geschwätzigen Angestellten. Das sind die Räucherstäbchen. Das ist zwar kein Weihrauch, aber diese Räucherstäbchen sorgen auch für Atmosphäre. Der Tisch ist gedeckt. Fehlt nur noch der Rucola-Salat mit Essig und Öl und Hähnchenbrust. Kann ich den nochmal ziehen? Was passiert denn dann? Passiert nichts. Also ich befürchte mal, den und seine Angetraute, fast Angetraute, die müssen wir wegbekommen, dass wir da vielleicht an den Wein dahin kommen. Das könnte Blut sein. Also wo kriegen wir denn jetzt Essig her? Warum hängt denn hier jetzt ein Heiliger? Hier gibt's auch, also hier gibt's schon mal auch keinen Essig. Esther? Ja? Weißt du, wie man einen Geist beschwören kann? Nein. Gulliver hat mal mit zwei Geistern in einer WG gewohnt. Das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, er hätte damals manchmal gerne gewusst, wie man Geister bannt. Schade. Timmy ist mir im Wald in die Falle gegangen. Geht es ihm gut? Er ist immer noch eine wilde Wehrratte. Abgesehen davon, ja. Und wenigstens kann er sich und andere nun nicht mehr verletzen. Du musst ihn trotzdem schnell zurückverwandeln, Wilbur. Ich tue mein Bestes. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. Was ist denn da an Kohle?
Hier am Rand liegen Kohlestücke. Ob ich die als Kreideersatz für die Beschwörung nutzen kann? Das wäre ja auch eine Idee. Malen kann man bestimmt damit. Zumindest sind meine Finger schon mal schwarz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erzmagier Alistair Wert darauf legt, ob er mit weißer Kreide oder schwarzer Kohle beschworen wird. Macht mit Sicherheit keinen Unterschied. Könnten da nochmal hingehen? Stimmt. Oh Gott, hier steht Essig, ne? Ob die Angst den Wein getrunken hat? Oder war es eher der letzte Schluck eines Unglücklichen, den sie hierher getrieben hat? Das ist aber auch ein bisschen bescheiden, dass man das Eck hier nicht über die Karte findet, sondern wirklich nur, wenn man vom Feuerplatz aus hier klickt. Der Wein muss schon lange hier stehen. Er ist ganz sauer geworden. Es ist traurig, wenn man bedenkt, dass all diese Dinge nie wieder von ihren Besitzern benutzt werden können. Wer weiß, wem diese Flöte mal gehört hat? Er oder sie hätte sie sicherlich gerne noch viele Jahre gespielt. Auch zu mitnehmen? Vielleicht kann ich ihr einen neuen Sinn geben. Hat Timmy nicht normalerweise irgendwas mit der Flöte? Oder ist der nicht normalerweise irgendein Fan von der Flöte? Wir gucken mal. Geht da was? Ich bin kein guter Flötenspieler und sollte vielleicht nicht unbedingt in Reichweite einer wütenden Wehrratte üben. Okay, also grundsätzlich geht da was. Den sauren Wein? Nee. Räucherstäbchen? Mhm. Okay, da erstmal wohl nicht. Kann ich hier flöten? Nee, hier flöten wir nicht. Dann machen wir doch erstmal noch schnell den Salat fertig, würde ich sagen. Jetzt wollen wir hier schon. Moment, halt, ich habe die Karte. So. Der Wein ist so sauer, dass er einen guten Essigersatz abgeben könnte. Essig und Öl. Warum sagen eigentlich immer alle, Kochen wäre nicht so leicht, wie es aussieht? Damit müssen wir jetzt fertig sein. Jetzt sprechen wir den mal an. Herr Graf? Geht. Ja, Igor. Ich habe den Salat für die Lady zubereitet. Rucola-Salat mit Essig und Öl und Hähnchenbruststreifen? Genau wie bestellt. So ist es. Ausgezeichnet. Ziehe an der Schnur, Igor. Dann weiß mein Täubchen, dass es Zeit zum Essen ist. Aber da habe ich doch schon dreimal gezogen und sie kam nicht. Die riecht es doch, oder? Und wie kann ich dafür sorgen, dass die Glocke in Miss Kikis Zimmer klingelt? Es kommt darauf an, wie stark du ziehst. Ziehe mal etwas stärker als mittelstark zu Anfang und dann etwa ein Drittel weniger am Ende. Okay. Nein, mittelstark am Anfang, dann etwas weniger am Ende. Nein, das waren die Ställe. Warum tust du nicht einfach, was ich sage? Na also, geht doch. Ich brauche dich heute nicht mehr, Igor. Ich werde den Rest des Abends und die Nacht mit meiner Verlobten verbringen. Sehr wohl, Graf Schreck. Das heißt, was macht er jetzt? Gehen wir da jetzt erstmal weg hier. Ach guck, da kommt sie ja schon. Hey, Kurzer! Oh, hallo, Miss Kiki. Was ist hier los? Wo ist das Gold? Gold? Ja, oder Schmuck, Edelsteine, all das. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht ist der Graf nicht so reich. Ein Graf, der in so einem exzentrischen Schloss lebt? Natürlich ist er reich. Ja, die Frage ist nur, wo er seine Schätze versteckt hat. Hey, was ist damit? Ja, ob sie da mal ihre Finger ranlegen möchte, ja. Wegen der wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie ist mit 7 Siegeln gesichert. Vielleicht können Sie eines davon öffnen. Was glaubst du, was drin ist?
Was könnte schon in solch einer Truhe sein? Ein Schatz natürlich. Du solltest dringend lernen, besser zu lügen. Ach komm. Aber dass du es versuchst, sagt mir, dass darin etwas Wertvolles sein muss. Das weiß ich nicht, aber es ist sehr wichtig. Wenn es für jemanden wichtig ist, ist es für diesen jemand auch wertvoll. Und du willst es also stehlen? Naja, stehlen. Ich bin dabei. Es gehört ja sowieso schon praktisch mir als zukünftige Gräfin. Was muss ich tun? Kommen Sie mit. Schön, wie sie ein Häschenkostüm, also hinten so ein Puschel hat am Hintern. Oder ist das ein Einfach Säckchen? Das Siegel dort öffnen. Warum machst du das nicht selber? Kann ich nicht. Es muss von jemand ganz Speziellem geöffnet werden. Ah, verstehe. Hier ist eine weibliche Hand gefragt. Etwas in der Art. War einfach. Das war's? Das war's. Gut zu wissen, dass Sie es öffnen konnten. Sag Bescheid, sobald du das Ding offen hast. Und lass dir ja nicht einfallen, einfach mit meinem Buch zu verschwinden. Sehr wohl, Madame. Ich werde jetzt den alten Sack bespaßen. Wäre doch gelacht, wenn ich ihm nicht aus der Nase ziehen könnte, wo er seine anderen Schätze versteckt hat. Viel Spaß und guten Hunger. Das war das erste Siegel. Oder dritte, je nachdem, wie man zählt. Der Steinboden ist der optimale Platz für die Beschwörung des Erzmagiers. Es brennen schon ein paar Kerzen und wenn ich fertig bin, kann ich alles problemlos wieder wegwischen. Okay. Nichtsdestotrotz, bevor wir diese Beschwörung jetzt in Angriff nehmen, würde ich sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Das soll es heute gewesen sein. Wir haben den leckersten Salat dieser Welt gekocht. Und ja, während die anderen beiden Liebestäubchen da jetzt da gemütlich zusammen essen und andere Dinge machen, machen wir eine kurze Pause und dann geht's in der nächsten Folge dann an dieser Stelle weiter. Das soll es heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.